Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 20, zu der Saison mit den Hellridern aus Österreich. Ja, ich hoffe, es geht allen gut. Ihr seid alle gut drauf und es genießt die vorweihnachtliche Zeit. Und nach einer 4:2-Niederlage im letzten Spiel, wo ich mir ziemlich sicher war, dass wir das gewonnen hätten, versuchen wir heute unser Glück gegen die Anaheim Ducks, müsste denn das sein. Ich möchte mir jetzt gerade nochmal schnell die Reihenbearbeitung anschauen. Wir schauen mal nach, wir haben da minus 2, minus 3. Wir schauen mal, ob sich da was ändert. Hier ändert sich was. Wie ändert sich hier was? Auch nichts. Holze auf 2 ändert sich auch nichts. Pavel, Will und Rock ändert sich nichts. Außer der Minusgrad. Okay, McGinnon und Brandy, wenn wir tauschen. Oh, dann hätten wir ein Plus. Haben wir es denn da? Da hätten wir da es ändert sich da nichts. Was ist da mit dem Holz? Mit dem Domanzini ändert sich auch nichts. Da haben wir einen Brandy in die vierte. McGinnon da mal auf. Nutzt auch nichts. Babylon Rock. Und was ist, wenn wir einen Rock hierher setzen? Haben wir hier ein Minus. Okay. Da hätten wir wenigstens eine Nullerreihe. Da hätten wir wenigstens 0-0. Dann hätten wir wenigstens hier einmal ein bisschen etwas, was drin ist. Dann haben wir einen Gaucho daher, einen Pico dann mal daher. Geht sich auch nicht aus. Nein, da sagen wir, lassen das so. Dann haben wir wenigstens in der vierten Reihe ein bisschen ein Plus drin. Wir müssen ein bisschen einstellen. So, da. Wir spielen zu Hause gegen die Anaheim Ducks. Diesmal müssen wir konzentriert bleiben, meine lieben Sportsfreunde. Wir wollen ja einen Heimsieg erringen. Wir wollen ja einen Heimsieg erringen. Ah, ich hätte einen Danny aus den Brücken jetzt eigentlich da können. Auf seinen ersten Einsatz zu Hause. Oh, jetzt nackst du mir auf den Kopf. Hoffe ich mal. So, wohl vom Bulli. Verliert das Bulli. Aber Gaucho ist schon da. Auf Padora. Padora auf Rock. Au, oh, Rock von da vorbei. Und der Max Hodden. Rock Hodden. Spielt aus. Ah, wer hat da blockt. HGB auf Padora. Padora auf Dust. Dust wieder zurück. Oh. Jetzt Rock. Sein erster Einsatz. Sein erster Einsatz. Jawohl, prügelten nieder. Das ist halt unser Rock, unser Scharfschütze. Der Mann, der was eine soziale Ader hat hier im Team, hilft seinen Teamkollegen. So, Raffi am Bulli. Gewinnt das Bulli auf Stein. Rucki. Ah, erwischt ihn nicht. Aber wir kriegen eine Verzögerungsstrafe wegen Beinstellen. Stein. Auf Holze.
Holze auf Tomazzini. Ei, ich schaff's auch nicht. Ah, Tomazzini. Orden. Ah, schafft es nicht. Den Puck zum gegnerischen Tor zu bringen. Aber Steinhorden. Stein verliert ihn, aber Tomazzini fischt sie noch. Tomazzini, der Mann von den Bozner Füchsen. Ich sag's immer wieder gern dazu. Und hiermit da ein Gruß an alle Bozner Füchse und Anaheim Ducks Fans. Machen wir jetzt gleich hier den Gruß gesammelt aussehen. Oh, das war, jetzt sind wir wieder, wir sind jetzt am Drücker. Anaheim hat das Powerplay genutzt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier auch etwas erreichen. Das gibt's ja. Die ist ausartet. Tausch mal Max aus. Reihenbearbeitung. Schauen wir mal, ob der Danny besser ist. So, Pico. So, den ersten Birken ist jetzt im Tor. Ursprünglich war ja das mein Plan, dass ich den Danny hier im Heimspiel im Tor haben wollte. Der Eishockey-Gott persönlich. Deswegen habe ich ihn ja geholt. Dass der Max ein bisschen entlastet wird. Dass ich zwei gute Goalies habe. Hier bei den Hellriders. Kruki. Auf Gaucho. Kämmert an den Anaheim Ducks Spieler nicht vorbei. Wir kämmern hier nicht vorbei. Ja. Pico. Weiter gespünt. So, Rock. Holze. Ah, in Eifer des Gefechtes ging er da vielleicht rein. So, Wolf.
Jawohl. Und macht das Tor. Unser Kapitän HB Wolf macht das Tor. Zwölf Tore in dieser Saison. Unterzoll. So, dann schauen wir mal. So, Wolf Orden wieder. Wolf. Ah, am Tor vorbei. Stein am Tor. Caucho. Schafft es nicht mehr auf, wie kommen wir zum Tor. Aber wir werden es schon schaffen, dass wir hier ausgleichen. So, Dust auf Rock. Wolf hat noch angefangen. Jawohl. Unser Kapitän schießt vorbei. Aber hat ihn schon wieder. Verliert ihn wieder. Hochfanger von Dust. Hochfanger von Rock. Auf Raffi. Übergeben an Gaucho. Ah, Gaucho verliert ihn. Aber Danny blockt den Heat. Auf Rock. Oh, da ist er, der Erik. 16, Erik Berg bei der Anaheim Ducks. Da ist er gewesen, mein Bro, der Erik bei der Anaheim Ducks. Müssen wir gleich mal schauen, dass wir noch die Spielangebote an ihm machen. Stein. McGinn. Schafft's nicht. So, heute am Bulli. Heute hat ihn schon. Auf Kruki, auf Kruki und Kruki macht den Ausgleich. Jawohl, Mann. Kruki schafft den Ausgleich. Jetzt sind wir wieder im Spiel. Heute am Bulli. Auf McGinn. McGinn. Ah, in die falsche Richtung gespielt. Aber Danny Holten. Danny Holten. Guck, Holten. Verliert. Aber Danny. He's gonna need some help here. He's pretty clearly struggling on the ice.
Olympiaspieler mit Silbermedaille. Eishockey, mein persönlicher Eishockey-Gott, Danny aus den Birken. Ohohoho, Kruki ist verletzt. Kruki ist verletzt. Das ist nicht gut. Wieder ein Spieler weniger. Wieder einen Spieler weniger. Jawohl, Abfanger von Tomanzini. So, Heat. Läuft. Passt auf Babinville. Spielt aus. Ah, schafft's nicht. Aber Danny blockten. Ja, gut. Ich hoffe, dass der Kruki nicht zu lange verletzt ist. Wir brauchen unbedingt jetzt nur ein Tor. Wir brauchen jetzt einen Sieg hier vor heimischem Publikum. Vor allem, es wäre gut für den Danny aus den Birken. Hier im ersten Spiel. Ah, Kampferschrei ist wieder, ist schon wieder ein gegnerisches Tor. Hey, Spiel, du musst lernen, die Fresse zu halten. Bei sowas. So. Dust. Ich weiß nicht, was jetzt das ist. Das ist etwas, was ich jetzt momentan nicht verstehe. Zuerst, da machen sie gar nichts und nachher wird es auf einmal so brutal. Da rammt der Brandywine nieder. Sie haben unseren Spieler auch ausdeckelt, dass er verletzt aussehen muss. Jetzt haben wir ihren Spieler ausdeckelt.
Ich soll da immer sagen, auf. Das holen wir nicht mehr auf. Das holen wir einfach nicht mehr auf, meine lieben Sportsfreunde. Ich weiß nicht, wo da jetzt momentan der Wurm bei mir drin ist. Ich habe gedacht, ich mache es besser, indem dass ich kein Minus nirgends habe. Gaucho schafft es auch nicht. Anaheim's up big time here in the late stages of this third period. Nice start winning the draw here inside the offensive zone. Davidson's got it against the boards. Just wide. They say it's a game of inches. James, if that puck is a couple of inches to the side, that hits the post and goes in. And makes the save. Puck picked up by Ruido. So. Christensen's got it across the line. And that's broken up with a stick in front. And tries to make a diagonal pass to Kasha. Oh, absolutely rocked on the play. No chance for him to avoid the hit. He's got his head buried. He'll be feeling that one in the morning. And he comes up with the save. Haben wir schon leider wieder mit 6-2 verloren gegen Anaheim. Eieieiei. Und die sind ein Heimspiel auch noch. Das 33. Spiel und wir haben Danny im Tor. Fällt mir gerade auf. Wann ist das? Ah, schauen wir mal, wie es in der Liga ausschaut und in der Division. Aber wahrscheinlich werden wir jetzt abrutschen. Das ist etwas mit den Einstellungen. Sie müssen das ein bisschen besser. Eieiei, jetzt müssen wir einen Verletzungsbericht schauen. Verletzungsberichte. Diagnose ausstehend. Diagnose ausstehend. Reihen bearbeiten. Wir haben hier eine Nullerei. Wem haben wir den in Reserve? Wem kriegen wir den in Reserve? Kruki ist verletzt. Da. Wenn man die Computerstrategie um eins ache. So. Dann. Dann mal Spielersuche, weil ich möchte Anaheim DAX. Ein Trade möchte ich vollbringen. Wo haben wir den? Trade finden. Scout Trade Vorschlag. Anaheim DAX Objekt hinzufügen. Wo haben wir da einen Erik? Oh, verletzt, ist wurscht. Erik Berg gegen Gaucho, Rock, Pico, Domancini. Abgelehnt, okay, dann haben wir den entfernen. Maroon Quetmoons. Ein
Pavelville, Leipzig, McGinnen. Abgelegt, abgelehnt. Wem könnten wir nur entbehren? NHL-Spieler, AHL-Spieler. Na, wen nehmen wir, einen NHL-Spieler? An Roswell, an Heat, probieren wir mal einen Heat. Auch abgelehnt. Erik, dein Mantel macht's mir nicht leicht. Dann mag ich ganz nett schauen, dass ich jemanden hier kriege, den wo sie da jetzt eine da kann. Sitzen wir da an dazu, vielleicht funktioniert es da aus der NHL nachher. Kein heute mehr. Ja, Trade beenden nutzt eh nix. Es nutzt eh nix. Draft, Board, Spieler suchen, Erik Berg. Jetzt probieren wir mal hier an Erik. Falsch geschrieben oder was? Feldspieler, okay, Torhüter, Verteidiger, ist keiner dabei, der Legende entspricht den Trade-Block-Anforderungen. Ja, gut, können wir nichts machen, wenn wir da keinen haben. Der, was den Trade-Block
Hort. Ich weiß, ich habe ihn vielleicht jetzt ein bisschen gelangweilt. So, dann haben wir hier Parkplatz 1, müssen wir auch reparieren. 91 94 VIP müssen wir auch reparieren. Ich möchte nicht unter 90 fallen lassen. Möchte nicht unter 90 fallen lassen. Eigentümerziele dann 17. Dezember. Voraussichtlich hat es auch geheißen, gell? Wir haben jetzt am 4. Dezember, 17. sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. 6 Spiele, dann müsste er wieder da sein, der Kruki. Okay, wenn wir das ein bisschen notieren, ungefähr. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, euch hat der Spieltag gut gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergiss meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich wieder, wie du da draußen, noch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund. Eine wahre Sportsfreundin. Man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!